So Leute, hier gerade eine kleine Wanderung hinter mir und dachte, das ist vielleicht der perfekte Moment, um hier so eine Side-by-Side-Comparison zu machen von der Theta V in 4K und der Theta S. Ihr seht, die Bildqualität hier links bei der Theta V in 4K ist schon deutlich besser als bei der Theta S auf jeden Fall. Und auch ein sehr nices Feature, was hier noch eingebaut ist, ist der 360 3D Sound. So, und zwar, ich mache jetzt mal die Tonspur, die ihr jetzt hört, kommt von der Theta V und die müsst ihr mit Kopfhörern hören. Deswegen drücken wir auf Pause, machen wir die Kopfhörer rein, dann wieder auf Play. Und dann hört ihr jetzt den 360 Sound, ohne das Bild zu drehen. Ja, also dreht nicht das Bild, sondern ich laufe jetzt einfach hier drumherum und rede und schnipse und klatsche. Und dann hört ihr quasi, als wäre ich gerade hinter euch, links von euch und vor euch. Das ist schon ziemlich cool. Das gab es bei der Theta S nicht, da ist der Sound halt ganz normal. Also ich wechsle jetzt mal die Tonspur. Das ist jetzt der Sound von der Theta S. Ja? Hier macht es keinen Unterschied. Also ihr dürft das Bild nicht drehen, ne? Sonst funktioniert es nicht. Aber wenn ihr das Bild dreht, dann ist es wieder so, als ob ihr euren Kopf gedreht habt und der Sound ist vor euch. Also bei der Theta V, nicht bei der Theta S. Das ist ein ganz nices Feature auf jeden Fall. So, dann die Speicherkapazität. Hier sind 8 GB integriert und die Theta V hat 19 GB, was auf jeden Fall cool ist. Das Problem ist nur, die Datenmenge ist ja hier viermal größer, weil es ist ja 4K. Das heißt, die Datenmenge hier mit 8 GB für Full HD ist eigentlich im Endeffekt mehr Minuten, die man nutzen könnte. Was ich halt nicht verstehe ist, warum gibt es nicht die Möglichkeit, externen Speicher reinzumachen? Also warum kann man nicht einfach eine SD-Karte reinschieben und dann hat man das irgendwie auf 128 GB oder so? Weil, ich meine, bei Theta S 8 GB auf Full HD müsste hier eigentlich 32 GB entsprechen. Aber die hat ja nur 19. Das kann schon ein Problem sein, wenn man viel filmt, vor allen Dingen bei Timelapse-Aufnahmen. So, Stitching Lines, Theta V, seht ihr hier. Wurde auf jeden Fall smoother gemacht, hier ist noch ein bisschen härter, aber die Theta S stitcht besser bei Bildern, habe ich gemerkt. Und zwar ist hier, also es kommt drauf an, wenn man einen Selfie-Stick hält, und zwar so, ja, und jetzt macht man ein Bild, dann wird hier bei Theta V der Arm ein bisschen weggestitcht. Das ist bei der Theta S nicht so. Die Auflösung von Bildern ist aber gleich. 5300 Pixel mal 2000 irgendwas. Das schreibe ich einfach mal hier rein. Ja, Bildstabilisierung wurde bei beiden leider nicht integriert. Das heißt, hier braucht man nochmal einen Gimbal. Auch das wäre noch schön als ein Update. Ansonsten ist das schon sehr cool, dass es jetzt endlich mal eine 4K-Variante von dem Theta gibt, weil ich persönlich bin halt ein Theta-Fan, vor allen Dingen wegen dem Design. Weil wenn man hier auf so einen Berg klettert und man hat irgendwie eine dickere Kamera dabei, ist das halt schon ein Problem. Die kann man halt einfach in die Tasche stecken. Das Design hat sich ja überhaupt nicht verändert. Das finde ich sehr gut. Was ich gut finden würde, was noch gar keine Kamera hat, ist, dass wenn man eine Story erzählt und man weiß im Endeffekt nicht mehr, mit welcher Linse man aufgehört hat. Ja? Also ich bin jetzt hier, da laufe ich drumherum. Ne? Dann beende ich meine Story halt hier. So, und die nächste Aufnahme müsste ich also mit dieser Linse starten. Cool wäre es, wenn ich jetzt hier irgendwie so eine kleine Markierung setzen könnte mit einem Licht, der mir zeigt, auf welcher Seite ich aufgehört habe zu filmen bei der letzten Aufnahme, weil man vergisst das einfach sehr schnell. Das hat noch keine Cam. Das ist übrigens mal hier ein Tipp von mir für alle Kamerahersteller. Aber ansonsten bin ich echt froh über die 4K-Qualität endlich mal. Es reicht trotzdem noch lange nicht für VR. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt hier mit dem 360 Sound. So, wir gehen jetzt wieder runter. Da vorne noch der Affe. Das war jetzt erstmal hier der Vergleich. Genießt die Aussicht. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.